Wir sind inmitten unserer Fitnessserie, beziehungsweise schließen die heute ab und haben in den letzten drei Gottesdiensten darüber gesprochen, wie wir fit werden können. Wir sind ja ins neue Jahr hinaus gestartet, 2015, und haben uns vorgenommen, fit zu werden. Und ich habe darüber gesprochen, wie wir fit werden können mit unserem Körper, wie wir da trainieren müssen. Vor zwei Wochen habe ich darüber gesprochen, wie wir unseren Kopf, unseren Verstand trainieren müssen. Und heute möchte ich mit euch über Training für die Seele sprechen. Vor zwei Wochen habe ich euch ein Beispiel gegeben und davon erzählt, wie ich in Afrika, im Kongo, morgens aufgewacht bin und nur einen Schuh hatte und habe den Schuh hochgehalten vor einer Schulklasse oder vor einem großen Gottesdienst in einer Schule. Und habe gesagt, mit einem Schuh kann man überhaupt nichts anfangen, sondern es braucht zwei Schuhe, weil man zwei Füße hat. Und genauso ist es auch wahr, dass wir zwei Dinge trainieren müssen in unserem Leben. Einmal den Verstand und unser Herz. Wir müssen unseren Verstand trainieren und darüber haben wir vor zwei Wochen gesprochen. Und wir müssen unser Herz oder unsere Seele trainieren. Und darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und ich muss sagen, ich habe mich auf diesen Gottesdienst und auf diese Predigt richtig gefreut, denn das ist ein Thema, was mir im Grunde unter der Seele brennt, darüber mehr zu reden und da tiefer einzusteigen. Und hier ist meine These, um in diesen Gottesdienst und in diese Predigt hinein zu starten. Und zwar, dass die Seele das wohl vernachlässigste Organ des Menschen ist. Die Seele ist das vernachlässigste Organ des Menschen. Lasst mich das vielleicht so fragen. Wie oft habt ihr schon in einem Seminar gesessen, wo ihr gelernt habt, wie ihr mit eurer Seele umgehen könnt? Wie viele Kurse an der Uni oder in der Schule habt ihr gehabt, wo es darum geht, eure Seele oder euer Herz zu trainieren und zu schulen? Wie viele Bücher habt ihr schon gelesen, wo es um die Seele geht? Wie viele Veranstaltungen habt ihr schon besucht, wo ihr geschult wurdet? Wie viele Gespräche habt ihr schon mit Menschen gehabt, wo ihr nicht nur über das Wetter geredet habt, nicht nur über Job und Karriere geredet habt, sondern wo ihr euch eingelassen habt auf ein Gespräch, wo es um euer Innenleben geht, wo es um euer Herz geht, um eure Seele, um das, was uns, was euch als Menschen im Kern tatsächlich ausmacht. Meine These ist die, wir reden über alles. Unsere Gesellschaft ist Spezialist darin, über alles zu reden, sei es Politik, Kultur, Musik, meinetwegen auch Religion. Aber wir bringen es immer wieder nicht hin und schaffen es nicht, tatsächlich auch über die Dinge offen zu reden und offen miteinander zu kommunizieren, was uns tatsächlich im Kern als Menschen ausmacht. Und das ist nicht in erster Linie, was für einen Job haben wir und was für eine Karriere haben wir oder in was für Beziehungsgeflechten sind wir drin, sondern was unsere Seele anbelangt, was unser Herz im Inneren betrifft. Ich selbst habe mich da vor einiger Zeit ertappt, wie ich es geschafft habe, einen Abend lang mich über andere Dinge zu unterhalten, als das, was eigentlich wichtig ist. Und zwar war das vor einigen Jahren, als wir 10-jähriges Abitursnachtreffen hatten. Und ich hatte mich richtig auf den Abend gefreut und wir haben schön miteinander gegessen, wir haben schön miteinander getrunken und man hat so seine alten Schulfreunde, seine alten Schulkollegen wieder getroffen und einige habe ich wiedererkannt, andere dachte ich, wer bist du eigentlich, wo hast du nochmal gesessen, in welchem Kurs warst du, was war dein Leistungskurs oder sonst wie und habe den Abend über so an verschiedenen Stehtischen mich mit Menschen unterhalten. Als ich an dem Abend nach Hause gefahren bin und mich ins Auto gesetzt habe und auf dem Heimweg war, muss ich sagen, habe ich mich furchtbar geärgert. Und zwar über mich selbst. Denn irgendwie habe ich es geschafft, in 3-4 Stunden, die ich da war, über alles Mögliche zu reden, nur nicht wirklich mit Menschen ins Gespräch zu kommen, über das, was hinter dem steht, was sie eigentlich sind. Wir haben an den Abend darüber geredet, was ist dein Job, was hast du in den letzten Jahren erreicht, wo bist du aktuell angestellt, wie viele Kinder hast du oder bist du verheiratet, in was für eine Beziehung bist du. Das heißt, wir haben alle verschiedenen Bereiche so gecovert, aber ich habe mit niemandem, obwohl ich da mit vielen Menschen gesprochen habe, mit niemandem nur ein Gespräch gehabt, was eine Ecke tiefer geht und ich eigentlich gefragt habe, hör mal, was macht dich eigentlich als Mensch aus? Wer bist du eigentlich im Inneren? Und kam mir danach so ein bisschen so vor wie aus dieser Sparkassenwerbung. Ich weiß nicht, ob ihr die vor einigen Jahren gesehen habt, wo zwei alte Schulfreunde sich treffen und in der Kneipe und der eine haut raus, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der andere schaut so etwas betröppelt und man weiß nicht genau, was passiert jetzt. Und dann packt der so seinen Fotokatalog aus und hat mein Haus, mein Auto, mein Boot und mein Pferd und mein Swimmingpool und meine Außenanlage und so weiter.
Und so hatte ich das Gefühl, haben wir an dem Abend auch nur über sowas geredet. Was hast du, was bist du, was kannst du? Und diese ganzen äußeren Sachen, die uns aus Leben oder unser Leben irgendwie ausmachen, aber haben nicht darüber gesprochen, was uns eigentlich als Menschen im Kern ausmacht. Und ich glaube nicht, dass jede Gelegenheit sich dazu bietet, mit Menschen darüber tiefer zu sprechen, aber irgendwann müssen wir doch mal anfangen, mit Menschen auch Gespräche zu führen, wo es nicht um das Äußere geht, sondern um das Innere. Wo wir ehrlich miteinander sind und über unser Herz reden, über unsere Seele reden, über das, was uns als Menschen tatsächlich ausmacht. Und das ist, was ich heute in diesem Gottesdienst tun möchte, mit euch über Training für die Seele zu sprechen. Was können wir eigentlich tun, um unsere Seele zu trainieren? Und möchte mit euch einen Text lesen aus dem Neuen Testament, wo Jesus über die Bedeutung der Seele spricht. Und ich lese uns den Text vor und möchte gleich im Grunde durch die verschiedenen Verse durchgehen und euch erklären, was Jesus damals versucht hat, den Menschen beizubringen, die er gelehrt und unterrichtet hat, über die Seele und die Bedeutung der Seele. Und ich lese uns vor aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12, folgende Verse. Und es heißt, und Jesus sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammeln soll. Und sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und habe guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, diese Nacht noch wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Die Geschichte, die Jesus hier erzählt, ist im Grunde ganz einfach zusammengefasst. Er berichtet von einem reichen Bauern, der schon reich war, aber dann noch reicher wurde, als er eines Tages seine Ernte einholte und feststellte, das war ein wirklich ertragsreiches Jahr. Die Ernte ist gut ausgefallen, die Sonne und der Regen, das hat alles gut miteinander harmonisiert. Das Saatgut ist aufgegangen und ich habe eine fette Ernte eingeholt. Und der Mann schaut sich, dieser reiche Mann in der Geschichte, schaut sich an, was er dort alles eingefahren hat an Ernte und stellt fest, dass die Kornspeicher, die er bisher hatte, nicht ausreichen für eine so große Menge an Ernte. Und überlegt sich dann, was kann ich tun? Und er ist anscheinend nicht nur ein reicher Bauer, sondern auch ein guter Haushalter und sagt, ich will ja gut umgehen mit dem, was ich hier bekommen habe und will mir ein paar größere Scheunen bauen, um dann all das Saatgut und all die Ernte, die ich hier eingefahren habe, dort für die nächsten Jahre sicher aufzubewahren. Dann heißt es, er sprach zu sich selbst, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, hab nun Ruhe, iss, trink und hab guten Mut. Soweit erst einmal. Und dann kommt diese scharfe Ansage, die Jesus trifft, dass Gott auf einmal zu diesem reichen Bauern spricht und sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird dann gehören all die Sachen, die du angehäuft hast. Wenn man sich versucht, so ein bisschen in diese Geschichte hineinzudenken, dann ist sie im Grunde etwas merkwürdig. Denn hier wird uns ein Mann vorgestellt, der eigentlich nur erfolgreich ist. Er ist erfolgreich, er hat seine Arbeit gut getan, er hat gut seine Arbeiter organisiert, die Felder gut bestellt und er ist auch jetzt so clever, dass er sich genau überlegt, wie er jetzt mit der Ernte, mit seinem Erfolg umgeht und da schöne Scheunen hinstellt, um sie gut für die nächsten Jahre zu füllen und das Saatgut und die Ernte aufzubewahren. Was ist eigentlich das Problem mit diesem Mann, wie Jesus ihn hier in dieser Geschichte darstellt? Insbesondere stellt sich die Frage deswegen, weil es eine Geschichte im Alten Testament gibt, wo ein Mann, der in die Geschichtsbücher eingegangen ist, sehr berühmter Mann, und zwar Josef, eines Tages mit dem König in Ägypten im Gespräch war und ihm eines seiner Träume deutet. Und in die Quintessenz dieser Traumdeutung war, dass Josef dem Pharao empfohlen hat, auch große Kornspeicher zu bauen, denn in den nächsten Jahren wird es fette Ernte geben und es wird übervoll sein, was sie
abernten und was sie einbringen. Und man bereitet sich durch den Bau von großen Scheunen vor, darauf, dass es irgendwann eine Reihe von mageren Jahren geben wird, 7 magere Jahre kommen werden. Und so ist doch das Bauen von Scheunen und das Vorausplanen doch eigentlich eine gute Sache. Wenn man das Alte Testament studiert, dann ist das tatsächlich eines der Geschichten, die das Volk Israel gerettet haben. Dass Josef diesen Traum richtig gedeutet hat, richtig gehandelt hat und so das Volk Israel überlebt hat in Zeiten der Krise. Die Familie kam dann zu Besuch und sie konnten sie ernähren, sie konnten ihnen Essen geben, obwohl im Rest des Orientes überall eine Dürreperiode angebrochen war. So, wenn man diese Geschichte im Hintergrund hat und jetzt taucht Jesus auf, einige hundert Jahre später, und erzählt eine Geschichte von einem Bauern, der auch Scheunen bauen will und der auch irgendwie weise vorausplanen will, da fragt man sich, wo ist dann eigentlich das Problem? Wo ist das Problem, wenn man erfolgreich ist, auch mit materiellen Dingen, ordentlich was anhäuft und sich dann überlegt, wie man das abwirtschaften kann oder damit gut haushalten kann? Nun, um dieser Geschichte etwas auf die Schliche zu kommen, muss man sich tatsächlich nicht nur diese Geschichte anschauen, sondern den Kontext dieser Geschichte, in die sie eingebettet ist. Und als Theologe, das lernt man wahrscheinlich beim IGW, genauso wie an der Uni, an der ich studiert habe, Theologie, man muss sich immer den Kontext einer Geschichte anschauen, um irgendwie ihr auf die Schliche zu kommen, denn es kann sehr fatal sein, nur irgendwie eine Geschichte rauszugreifen und irgendwie dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Man muss sich anschauen, wo steht das drin, was steht davor, was steht dahinter. Und genauso verhält es sich auch mit dieser Geschichte, denn man kann sich anschauen, was steht davor, in was ist diese Geschichte eingebettet, was hat Jesus vorher gelehrt und gepredigt, um dann zu dieser Geschichte zu kommen und diesen Punkt zu machen und mit diesem Mann über die Seele zu sprechen oder diesen Bauern als Beispiel zu nutzen. Wenn man in das Lukas-Evangelium, und ich will gar nicht zu weit ausholen, in das Lukas-Evangelium Kapitel 12 reinschaut, in die ersten Verse, dann wird uns folgende Szene geschildert. Jesus ist am Lehren und am Predigen und tausende von Menschen sind gekommen, um ihn zu hören. Und er hält eine Reihe von Predigten, die sehr ermutigend sind, sehr herausfordernd, kann man nachlesen, dass er Botschaften platziert, wo er sagt, ihr dürft Gott vertrauen, auch wenn es in Zukunft sehr haarig um euch stehen wird. Es werden Bedrängnisse auf euch zukommen, aber ich kann euch versichern, Gott wird sich zu euch stellen, Gott wird sich um euch sorgen, er wird euch zur rechten Zeit die richtigen Worte in den Mund legen, auch wie ihr euch verantworten könnt und so weiter. So, Jesus gibt eigentlich eine sehr ermutigende auf der einen Seite, aber auch eine sehr klare Botschaft davon, was auf die Christen, der damals oder die Jünger oder die Menschen damals zugekommen ist in den nächsten Jahren an auch Verfolgung unter der römischen Herrschaft. Und dann, während Jesus am Lehren und am Predigen ist, die Massen dort vor ihm sind, auf einmal ruft ein Mann raus aus der Menge und stellt Jesus eine Frage oder fordert ihn auf, etwas zu tun. Und der Satz scheint irgendwie so ein bisschen rausgerissen aus dem Zusammenhang, aber er ruft Folgendes rein und der Satz ist uns überliefert im Lukas-Evangelium: Meister, und damit spricht er Jesus an, sage doch meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe teilen soll. Also stellt euch vor, große Menge von Menschen da, Jesus am Lehren und am Predigen, auf einmal ruft einer rein und sagt, Meister, sag jetzt mal meinem Bruder, dass er mit mir das Erbe ordentlich teilen soll. Jetzt wissen wir nicht den großen Hintergründe dieser Geschichte, was da schiefgelaufen ist zwischen den Brüdern. Wir wissen nicht, ob es um Landwirtschaft geht, irgendwie um Vieh geht, das aufgeteilt werden soll, oder um Haus geht, oder um Grundstück, oder um Geld geht. Wir kennen den Kontext nicht dieser Geschichte, aber wir sehen einen Mann, der erbost ist, der sauer darüber ist, dass sein Bruder irgendwie unfair, ungerecht mit ihm umgeht. Jetzt muss man wissen, in der damaligen Zeit war Erbschaft war eine lebensnotwendige Sache. Denn die hatten damals noch nicht so eine Rentenversicherung wie wir, wo man in einen großen Topf eingezahlt hat und dann bekam man am Ende irgendwie was raus. Wird ja bei uns auch immer magerer. Aber die hatten noch ein viel schlechteres System und waren völlig darauf angewiesen, dass sie von ihren Eltern eine Generation auf die nächste Generation etwas anvertraut bekam von den Eltern, Großeltern, Eltern und dann immer weitergegeben, dass Erbe dann im Grunde eine ganz zentrale Rolle gespielt hat, um sein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen. So, ein Mann kommt und er ist sauer. Sein Bruder hat nicht das Erbe ordentlich ausgeteilt und sagt, Jesus, red mit meinem Bruder und sag ihm, er soll das Erbe ordentlich teilen. Wir wissen nicht, ob der Bruder nebendran stand und irgendwie er auf ihn gezeigt hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall lesen wir die Antwort von Jesus und die klingt erstmal wie so eine kalte Dusche über diesen Mann drüber gekippt, denn er sagt, Mensch,
Wer hat mich zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? Mit anderen Worten, was habe ich mit deinem Erbe zu schaffen? Ich bin der Letzte, der jetzt sagt, mach so oder mach so. Und dann sagt Jesus etwas, was ganz bezeichnend ist. Und zwar, seht zu, und er sagt das zu diesem Mann, aber zu der ganzen Menge, die drumherum versammelt ist, und sagt, seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Mit anderen Worten sagt Jesus diesem Bruder, der um das Erbteil kämpft, sagt er Folgendes. Hör auf, dich um die äußeren Dinge zu kümmern und zu sorgen und kümmere dich vielmehr um das Innere. Dieser Mann kam an und es, offensichtlich ging es um äußere Sachen. Er wollte Erbsachen haben, er wollte entweder ein Haus oder Vieh oder einen Hof oder Geld haben, was auch immer, aber alles äußere Dinge. Und will, dass die gerecht aufgeteilt sind. Und Jesus sagt ihm, pass auf, mich interessiert im Grunde der äußere Klimbim gar nicht so richtig drumherum. Was mich viel mehr interessiert, ist, wie es bei dir eigentlich im Inneren aussieht. Pass auf dein Herz auf, pass auf deine Seele auf, dass du nicht habgierig wirst gegenüber deinem Bruder oder gegenüber deiner Familie oder in dieser ganzen Konstellation. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte von dem reichen Kornbauer. Und im Grunde, wenn man das so im Kopf hat und im Kontext hat, dann sagt Jesus durch diese Geschichte des reichen Kornbauers im Grunde genau das Gleiche wie diesen Mann, der nach der Erbschaft verlangt hat. Und zwar, Mensch, es geht nicht um die äußeren Sachen, sondern es geht um das Innere. Der reiche Kornbauer hatte sich auch wunderbar gekümmert, sein Leben lang, um die äußeren Sachen. Er hatte ordentlich Saat ausgefahren, er hatte ordentlich die Acker bestellt, er hat es ordentlich eingeholt, er wollte große Scheunen bauen. So, er hat sich um die ganzen äußeren Sachen gekümmert. Aber er hat darüber seine Seele verschmachten lassen. Er hat darüber sein Inneres komplett vergessen. Und Jesus erzählt die Geschichte so scharf, um ihm deutlich zu machen, da ist ein Fehler, wenn man sich nur um das Äußere kümmert und kümmert sich als Mensch eben nicht um das Innere. Und tatsächlich, dieser reiche Kornbauer, wenn man sich die Geschichte nochmal anschaut, dann war über seinem Kümmern um die ganzen äußeren Sachen er innerlich verschmachtet und zu einem echten Egoisten geworden. Denn wenn man die Verse liest, dann taucht da ein Wort nach dem anderen auf, ich. Denn dieser reiche Kornbauer hatte zu sich selbst gesagt, was soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine Früchte sammle, und sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte und will sagen zu meiner Seele und so weiter und so weiter. Mit anderen Worten, hier ist ein Mann, der ist schön erfolgreich gewesen nach außen. Aber er ist darüber ein Egoist geworden, weil er nicht innerlich auf seine Seele, auf sein Herz aufgepasst hat. Er hat sich um das Äußere gekümmert, mehr als um das Innere. Und Jesus sagt diesem Mann messerscharf, pass auf, wenn du dich nur um das Äußere kümmerst, dann bist du ein Narr. So hat Luther das übersetzt. Wenn ich es auf dem Griechischen heute übersetzen würde, würde ich sagen, Vollidiot. Du bist ein Vollidiot. Denn du kümmerst dich um die ganzen äußeren Sachen, aber du kümmerst dich nicht um dein Herz. Du kümmerst dich nicht um deine Seele. Aber das ist eigentlich, was wichtig ist. Das ist eigentlich, worum es geht. Und so willst du doch nicht am Ende vor Gott stehen. Und diese Worte hören, du Narr, du Vollidiot. Heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem Mann, einem sehr erfolgreichen Mann, den ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Er war erfolgreicher Unternehmer in einem Sicherheitsbereich, spezialisiert, hat eine Reihe von Patenten angemeldet und hat eine riesengroße Firma aufgebaut, mit vielen Mitarbeitern, mit Fabrikhallen und Fabrikstätten und hat so richtig viel Geld verdient. War mehrfacher Millionär, hatte Häuser, hatte Autos und bei ihm flog im Grunde jeden Abend der Sekt oder der Champagnerkorken. Irgendwann, nachdem er jahrelang sein Unternehmen aufgebaut hat, so richtig Karriere gemacht hat, sich um die ganzen äußeren Dinge gekümmert hat, passierte ihm etwas im Grunde sehr, sehr Furchtbares. Einer seiner Hauptkunden, so erzählte er mir später, hatte ihn betrogen. Hat irgendetwas getan, was im Grunde ihn mit seiner Firma total in eine finanzielle Bredouille reinbrachte. Das Ganze spitzte sich so zu, bis es eines Tages zu diesem Ereignis kam, dass er mit seinem 600er SEL Mercedes unterwegs war. Es war schon abends.
Er fuhr die Straße entlang und bekam auf einmal einen Anruf von seinem Steuerberater, der ihm am Telefon sagte, es ist aus. Du wirst Konkurs anmelden müssen, du wirst insolvent gehen, denn du kannst deine Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen und dein Konstrukt, das du aufgebaut hast hier über Jahre oder über Jahrzehnte, wird zerschlagen werden. Das nächste, woran dieser Mann sich erinnert, ist, dass er in einem Wald aufwacht. Sein Mercedes ist komplett geschrottet und er steht neben dem Wagen mit aufgeschnittenen Pulsadern. Er hat überhaupt keine Ahnung, wie er da hingekommen ist, was in den letzten Minuten oder Stunden irgendwie passiert ist. Es ist mitten in der Nacht. Er merkt nur, er ist irgendwie am Verbluten. Er schleppt sich raus auf die Straße, wird gefunden, in ein Krankenhaus gebracht, dort wieder irgendwie zusammengeflickt und kommt dann in eine Psychiatrie hinein. Immer wenn Menschen versuchen, Selbstmord zu begehen, werden sie danach auch therapeutisch eingewiesen. Und so war es bei ihm auch. Er kam in eine Psychiatrie hinein, kam auf sein Zimmer, das sie ihm zugewiesen hatten, am ersten Tag hineingelaufen, lief in diese Stube rein und sah dort einen Schreibtisch, der verkehrt herumstand. Und auf diesem Schreibtisch lag ein Buch, was er als Bibel erkannte. Er ging hin und schlug die Bibel auf, erste Amtshandlung, als er dort in die Psychiatrie reinkam, erste Amtshandlung, er schlägt die Bibel auf, die war immer noch verkehrt rum, er dreht die Bibel um und der erste Vers, der ihm in die Augen fällt, ist aus Hesekiel Kapitel 33, Vers 11, wo Folgendes drinsteht, Gott, der Herr, spricht, ich habe keinen Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern will, dass der Gottlose von seinem Weg umkehrt und lebt. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, wie dieser Mann sich auf einmal gefühlt hat. Sein ganzes Leben lang hat er sich bemüht, Dinge aufzubauen, Karriere zu machen, erfolgreich zu sein, hat sich um die ganzen äußeren Dinge gekümmert, bis auf einmal irgendwie das Kartenhaus zusammengestürzt ist. Und jetzt findet er sich wieder in einer Psychiatrie und hatte bisher mit Glauben und Kirche und Bibel überhaupt nichts zu tun, schlägt die Bibel verkehrt herum auf und landet auf einem Vers, wo drin steht als eine irgendwie klare Ansage, und so hat er es nicht nur für Hesekiel gelesen, sondern im Grunde für sich selbst ganz persönlich, Gott will nicht, dass der Gottlose stirbt oder zugrunde geht, sondern er will, dass er umkehrt und lebt. Als ich diesen Mann vor einigen Jahren kennengelernt habe, war er gerade dabei, irgendwie so schrittweise wieder sein Leben auf die Schippe zu kriegen. Er war arm, er hatte tatsächlich alles verloren, sein Unternehmen war zerschlagen worden. Aber er hat angefangen, schrittweise sich zu kümmern. Nicht in erster Linie wieder äußerlich alles aufzubauen, sondern innerlich stark zu werden. Innerlich sich um seine Seele zu kümmern, die er so schändlich über Jahre vernachlässigt hatte. Und in gewisser Weise ist das, worüber ich heute mit euch sprechen wollte und was ich euch als Botschaft mitgeben möchte, aus dem, was ich lese im Neuen Testament, was Jesus platziert als Botschaft damals für die Menschen und was ich in unzähligen Gesprächen mit Menschen heute in unserer Zeit auch schon erlebt habe und immer wieder versuche zu kommunizieren. Die Seele ist wichtig. Unser Herz ist wichtig. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir nicht viel darüber nachdenken oder nicht viel darüber sprechen und es tatsächlich schaffen, mit viel oberflächlichen, äußerlichen Dingen uns zu beschäftigen. Und anscheinend haben vor einigen tausend Jahren die Menschen schon ganz genauso damit gekämpft. Also das ist im Grunde nichts Neues. Und die Message und die Botschaft ist die ganz einfach. Wir als Menschen bestehen aus mehr als aus den Äußerlichkeiten. Es geht um mehr in unserem Leben als das, was wir so aufbauen, was wir erreichen und welchen Job wir machen, welches Studium wir absolvieren und ob wir eine Familie haben oder eine Familie gründen und welche Beziehungsgeflechte wir haben oder wo wir networken können oder was für Urlaube wir machen können. Wir Menschen sind ausgestattet mit einem Herz. Wir sind ausgestattet mit einer Seele. Und die ist wichtig. Um die müssen wir uns kümmern. Die müssen wir pflegen. Die müssen wir trainieren. Die müssen wir ausbauen. Da müssen wir gucken, was können wir tun, um da irgendwie zu wachsen, innerlich zu wachsen und nicht innerlich zu verkümmern. So lasst mich zum Schluss dieser Predigt
euch im Grunde sagen oder einen Tipp mitgeben, wie ihr das tun könnt. Jetzt könnten nämlich einige sagen, ja Chris, ich habe verstanden, irgendwie die Seele ist wichtig, das ist ja gut und ich will ja auch nicht nur mich um äußere Dinge kümmern, ich will mich auch irgendwie ums Innere kümmern, so was soll ich tun? Nun, mein Tipp ist ganz einfach und ich sage das mal so ein bisschen egoistisch als Pastor von der Kirchenarbeit. Ich glaube tatsächlich, dass die Kirche und dass Gottesdienste der Ort sind, wo wir als Menschen uns um unser Herz und unsere Seele kümmern. Deswegen werde ich nicht müde darin, immer wieder mit Menschen darüber zu reden und sie einzuladen, auch zu Gottesdiensten hinzukommen, Teil davon zu sein, wenn man Lieder singt. Und Lieder sind nicht in erster Linie dafür da, damit wir irgendwie mehr Wissen im Kopf haben oder damit wir unsere Emotionen hochpushen, sondern Lieder sind auch irgendwie ein Schlüssel zur Seele und öffnet unsere Seele. Und Menschen immer wieder einzuladen, zu sagen, hör mal, wir veranstalten Gottesdienste nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben, weil wir sonst nicht wissen, was wir sonntags machen sollen, sondern weil wir glauben, dass wir als Menschen aus mehr bestehen als das Geplänkel drumherum. Und dass wir Orte aufsuchen müssen, wo Menschen uns schulen und wo wir Menschen uns lehren und uns helfen, unser Herz auszubauen. Das ist, wo wir lernen, in Gottesdiensten ist, wo wir lernen, wie wir lieben können. Wie wir vergeben, wie wir Freude empfangen und Freude weitergeben können. Wie wir lernen, Barmherzigkeit zu üben, Barmherzigkeit zu empfangen. Wo wir lernen, etwas über Gnade zu hören und Gnade in unserem eigenen Leben umzusetzen. Und deswegen ist meine Botschaft oder mein Appell ganz am Ende, go to church, geh in die Kirche. Such dir einen Gottesdienst raus, wo du hingehen möchtest, regelmäßig. Und schmeiß nicht jeden Sonntagmorgen irgendwie die Münze hoch und überlege, hey, gehe ich hier oder gehe ich nicht, gehe ich oder gehe ich nicht. Mal gucken, ist das Wetter schön draußen, dann gehe ich vielleicht doch nicht. Sondern mach es zu einer festen Gewohnheit, in Gottesdienste hineinzugehen. Wir von Kirchenaktion haben ja inzwischen eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gottesdiensten zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Man kann um 10 Uhr in Gottesdienst gehen, man kann um 13 Uhr in Gottesdienst gehen, man kann um 18 Uhr in Gottesdienst gehen, um 18.30 Uhr zum Teil in Gottesdienst gehen. Und wir haben ganz unterschiedliche Formate. Also man hat im Grunde keine Ausrede, mal morgens, mittags oder abends. Irgendwo gibt es Platz, um das zu tun. Und der Grund dafür und warum wir das machen und warum ich euch dazu einlade, ist, weil deine Seele ist wichtig. Dein Herz ist wichtig. Und dein Herz muss trainiert und geschult werden. Und das nicht nur einmal, indem du quasi so einen Quickfix kriegst, sondern indem du konstant dich damit beschäftigst. Indem du konstant dran bist. Training für die Seele.